Okay, heute haben wir wieder wunderschönes Wetter und der Cora ist schon wieder, und der Cora ist schon wieder auf einem BMW-Treffen, wie immer. Mache ja sonst nichts. Autos, Autos, Autos. Ich liebe Autos. So, ich werde euch jetzt mal hier einfach ein bisschen mitführen. Zeige euch mal ein bisschen die Autos. Der coole Ralf. Das ist sein Auto hier. Alpine White E30 M3. This is his. This is mine. M-A. Okay, that's it. He's a little above. Oh, sorry. No, you're good, buddy. 2002 oder 2002. Das ist mein Kumpels Auto. Interlagos Blau. Wunderschönes Auto. 20.000 Meilen runter. Stop hiding! Das ist ein Auto von meinem anderen Kumpel hier. Ich glaube, es ist ein E12. Das Ding schaut so super aus mit dem BBS RS. Liebe das Teil. Wunderschönes Teil. E30 M3. Da steht meiner. Blitz und Blank. Ein E30 Touring. Mit den M3 E30 Backen. Oder wie nennt ihr die? Kotflügeln. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch auf BBS RS. Er hat die viereckigen, was heißen Headlights, die leuchten. Das hier ist auch interessant. Er hat hier so eine Einzeldrosselklappenanlage hier auf seinem M20 Motor. Ziemlich cool. Das Ding ist auch wunderschön. Super sauberes Auto. Wunderschön. 2002 in Gelb. Na, die Person im Auto guckt aber nicht super glücklich. Ein Hockenheim, wie heißt es? Hockenheim Silber? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Farbe sieht auch wunderschön aus. Auf dem M2. M2 E82, glaube ich. 1,35i E39 M5. This is what I get on. And I'm talking about
2002. Oh, der hat aber einen ziemlich dreckigen Benzinfilter. Da sollte er mal lieber was machen. Das ist ja gar kein 2002. Ich dachte, das ist ein 2002. Das ist, wie nennt er sich? Ich glaube, der nennt sich... Könnt ihr das lesen? Ich bin zu kurz. Was steht da? Automatik? Das ist Automatik. Ein 1800. Alter Schwede, guckt euch mal den Kofferraum an. Das ist ja ein Riesenkofferraum. Wow. Das ist ja riesengroß. Tja, das Ding braucht ein bisschen Liebe. Ein Hartke. Ja, mein Kumpel, der sammelt die Hartke BMWs. Und guckt euch mal den hier an jetzt. Ein E39 EM5 Touring. Das Ding ist auch super geil. Das Ding sieht Hammer aus. Ein E36 mit einem E46 M3 S54 Motor. Das ist schon nicht schlecht heute hier. Imola Rot E46 M3. Sieht auch schön aus. Sieht sehr, sehr schön aus. During the 2 weeks, no one else looked at it. He was asking 29 for it, and it had some stuff with DPI that was not like that. Okay. It needed new rear shocks. Paul, how do you like your car? I love it. You love it? How is the transmission spring? It's an inside joke. It's an inside joke. Dude, I love this car. It's really... If I had the space, I would have bought it. It's like... I love the color combo. It's just perfect, you know? I thought that it would be more popular, but it was only like 5% of them were ordered with that interior. I'll bet. How do you like it power-wise? Is it okay? Yeah? Your other car was faster, right? Your other car was faster though, right? You know, honestly, I don't think so. Oh, really? The other car was like 250 stock. Okay. And then it had, you know, some breathing components. Okay. Exhaust and intake. But the torque on this is just more linear. Okay. And then it has this. Shark injector. Hier ist auch noch ein schöner E30. Der hat auch ein Kumpel von mir. Und ich glaube, es hat nur 77.000 Meilen hat der drunter. Den hat der ja mal gekauft mit 60.000 Meilen vor ein paar Jahren. Finde ich auch schön, finde ich klasse. E34. So, das war's. Ich liebe diese Carshows. Viele Freunde hier, kann ich immer schön quatschen. Quatschen. Die Autos nochmal angucken. Okay. Bis bald, Leute. Hört mich wahrscheinlich wieder reden beim nächsten Car-Meet. Nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
bei Lidl rein. Brot. Lecker Brot von Lidl. Hier ist unsere Desinfektionsstation. Hand Sanitizer, Spray und Wipes. Schön, hast du es gemacht. Ja. Alright. Hier unser Lieblingsbrot, das Bauernbrot. Lecker, aber das hier ist auch gut. Sourdough. Sauerteig. Hier sind die Ostersüßigkeiten, glaube ich. Glaube ich, oder? Oder was ist das? Ich dachte, hier sind sogar Eier. Es scheint nichts Deutsches zu geben, oder? Bei den Süßigkeiten. Oh, hier vielleicht. Das ist vielleicht gute Schokolade. Ja, diese Sachen hier sind, glaube ich, ein kaputtes Huhn. Aber da reizt mich jetzt nichts. Was ist denn das? So ein Riesenei. Das sieht lecker aus. Das sieht aus wie das Kinderspielladen-Ding. Hier gibt es ein XXL Duschgel für 2,99 €. Das ist 1,15 Liter. Gibt es das in Deutschland auch? Und hier ist ein Riesenpack Tomaten daneben. 2,55 Kilo für 3,99 €. Sahne? Wir haben doch Sahne. Samen. Ach, Samen. Ja, das versuche ich nicht nochmal. Das letztes Jahr mit den Tomaten, das war ja wohl nichts. So, wir sind bei Home Depot, weil wir möchten ein bisschen Blumen einpflanzen. Jetzt so zum Frühling. Ein bisschen was Buntes kaufen. Hier sind eher so größere Büsche und sowas. So, hier ist noch mehr. Sun. 6 hours or more sun. Ja, diese Orangen, die mag ich nicht so gerne. Ich glaube, wir werden hier sowas holen, so eine. Aber die sind so klein, man sieht die kaum, vor allem wenn die einbuddelst. Die werden ja noch größer. Na, was gefällt dir denn? Ein Tulpen ist leider auch dann bald schon wieder vorbei mit den Tulpen. Die hier, die sehen ja jetzt so schön aus, aber hatten wir so ein paar Wochen was. Früher zu hinten. Was ist mit denen da? Die Lilan? Ah, vergiss es, die gefallen mir doch nicht. Kennt ihr eigentlich den Spruch Happy Wife, Happy Life? Deswegen kaufen wir jetzt auch ganz viele Pflanzen. Diese Blumen. Und dann darfst du die alle einbuddeln. Freust du dich darüber? Tja. Happy, happy Wife, Sad Husband. Ist unser Lidl-Einkauf. Gouda. Huhn. Lecker Kekse. Ratet mal, wer gerade kommt. Lilly weiß genau, wann ihr Einsatz ist. Tschüss, Lilly.
Dann hier dieses Trockenshampoo, die Karate-Soße. Karate Teriyaki. Lilly mag das Olivenöl. Und dann habe ich hier so einen Badeschaum gefunden. Keine Ahnung, ob es das in Deutschland auch gibt, von Lidl. 1,59, so günstig. Mit Eukalyptus und Rosemary. Wie hieß denn Rosemary auf Deutsch? Rosemary. Rosmarin oder so, oder? Ja, Rosmarin. So, dann Cherry Tomatoes, Cream Cheese. Das hier sah interessant aus, habe ich noch nie probiert. Spinat Dip, ein Brie. Dann ist das hier. Bulgogi Chicken Dumplings. Okay. Und dann hier noch Eis und Salami. Ach naja, und das Wichtigste natürlich, unsere Bauernbrote. Gleich zwei. Und bei Lidl haben wir bezahlt $60.10, $1.64 Sales Tax. Also da haben wir ein paar Sachen gekauft, die nicht gesund sind. Denn, wie gesagt, Sales Tax gibt es nicht auf richtige Lebensmittel. Und für Blumen haben wir 64,56. Ach du meine Güte. Sah gar nicht so aus, als hätten wir jetzt so viel ausgegeben. Und das darfst du jetzt alles noch einbuddeln. Ich schlucke immer noch. Da müssen wir noch einbuddeln hier, die ganzen Blumen. Komm alle hier hin. Guck mal, was auf unserer Nutella draufsteht. Bananas and Toast Love Nutella. Das steht in Deutschland bestimmt nicht so drauf, oder? Das kosten. So, hier wird schön eingepflanzt. Papa ist schön fleißig. Drüben sind auch schon ein paar Süße. Guck mal, da steht ein Squirrel. Hat so einen Schwanz wie Lilly. Da! Ups! Weg ist er. So, wir sind hier auf einem Event. What was the name of this thing again? Garden party. A garden party. In Atlanta Botanical Garden. Stand with him, sissy, and I'll get your picture so we can get you like somebody taller than you. Welcome. Oh, good gracious. You know. Always at sea. We like to block the whole way. That's what we bring to the table. Here. Kann man sich so eine Haardinger machen? And she's beautiful shell in vanilla. Oh look, they're playing violin.
I got you, you got me. So eine süße Bar. Guck mal, wie schön die das gemacht haben. Are you guys on Instagram? Yes, we are. Super süß. Just to get people to leave.
Multiple finals. Woo! Yeah, these yeah, three buildings, they are a good team. Yeah, that's good, I think. Die Stühle haben sie beleuchtet, irgendwie. Why is dirty? She didn't even catch it initially. She doesn't care. This is what we have to do. And look how with the eye it looks so nice, but if you look in your phone it doesn't look as magical, you know? Right. It doesn't give the same vibe as the reality. Yeah, it doesn't give the same vibe. Ich habe Hunger, aber alles ist so langweilig. Ich will was Neues essen. Was sind das, Daddy? Chicken Dumplings. Chicken Dumplings. Wie soll man das übersetzen? Hühner. Klöße. Oder? Wie würdest du das übersetzen? Ha? Hühnerklöße? Hühnerklöße. Chicken Dumplings. Lili guckt auch schon total interessiert die ganze Zeit hier rüber. Das sieht lecker aus, oder Lili?